Yo moin, willkommen beim Meistgespielt. Wir machen kein Fass-Opening, auch wenn das so aussieht. Ich öffne ein Fass und erkläre mal den Ablauf, sage ich mal. Und zwar, das wird der erste Teil des heutigen Meistgespielt-Videos, beziehungsweise an sich kommen zwei Teile. Und beide kommen auch heute raus. Ich werde jetzt auf quasi die neuen Karten eingehen, und zwar auf die neuen Bronze- und Silberkarten der Fraktion. Und dann in einem zweiten Video, was dann später an dem Tag heute kommt, gehe ich auf die neuen Karten, die neutralen Karten halt ein. Ja, das wollte ich kurz gesagt haben. Hier, das haben wir ein Fass und dann geht's jetzt gleich los. Viel Spaß mit dem Video. Ja, wie gerade angekündigt, wir starten mit den Bronzekarten. Es gibt sechs neue Bronzekarten. Und da geht Platz 6 an das Katapult der nördlichen Königreiche. Diese Karte hat eine Stärke von 6, ist in den nördlichen Königreiche-Decks zu 1,94% vertreten, also sehr, sehr wenig. Für eine neue Karte ist das echt nicht viel, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man ja, eine neue Karte gleich testet. Wenn man das mit den anderen Prozentzahlen vergleicht, ist das schon sehr, sehr wenig. Und ja, die Karte hat erstmal eine Fähigkeit neue Besatzung, erhöht den zugefügten Schaden um 1. Das heißt, die Fähigkeit dieser Einheit wird verstärkt, wenn sie neben einer Einheit mit der Besatzungsfähigkeit ausgelöst oder gespielt wird. Dann erhöht man den Schaden halt um 1. Und als Einsatzfähigkeit füge der stärksten und der schwächsten gegnerischen Einheit in der gegenüberliegenden Reihe 2 Schaden zu. Ja, also eine weitere Maschinenkarte der nördlichen Königreiche und ich finde, sie macht nicht unbedingt wirklich was besser als die vorhandenen. Und wahrscheinlich sieht das so gut wie jeder so. Deshalb ist diese Karte nicht sehr populär. Und ja, gut. Ich würde, glaube ich, eher auf was anderes zurückgreifen als diese Karte. Und daher auf Platz 6 mit 1,94%. So, dann kommen wir zu Platz 5. Das ist Flaminica, Gedinith, Gedinate, irgendwie so. Also Flaminica, kurz gesagt. Die eine Karte der Skellige hat nämlich zwei neue Bronzekarten bekommen, die anderen jeweils nur eine Karte. Flaminica ist zu 10,54% in den Skellige-Decks vertreten, mit einer Stärke von 8. Ja, und als Einsatzfähigkeit entferne alle Gefahren aus der Reihe und verschiebe zwei verbündete Einheiten in die Reihe. Ja, Gefahren sind ja jetzt die neuen Wettereffekte, die negativen Wettereffekte. Und vorher gab es für Skellige keine Bronzekarte, die eine Reihe clearen kann. Wenn man das mit den anderen Fraktionen vergleicht, da gibt es jeweils eine Karte. Skellige hatte dies nicht. Ich denke mal, es ist ganz gut, dass sie mit hinzugefügt wurde. Dass jetzt jede Fraktion eine Bronzekarte hat, die aus einer Reihe einen Wettereffekt oder eine Gefahr clearen kann, entfernen kann. Zusätzlich verschiebt man noch zwei verbündete Einheiten. Ja gut, ob das jetzt so nützlich ist, sei mal dahingestellt. Aber ich finde es gut, dass es jetzt auch Skellige, dass es für Skellige jetzt so eine Karte gibt. Und ich denke mal, sie wird mit der Prozentzahl ähnlich bei den anderen Karten liegen, die einen Wettereffekt entfernen können. Das weiß ich jetzt nicht, das hätte ich mir vielleicht vorher angucken sollen, aber habe ich leider nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozente die anderen Karten haben, die das tun. Aber ja, ich denke mal, es wird so in einem Bereich liegen. So, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wegen den Prozenten bei den anderen Boxkarten, die Wettereffekte aus einer Reihe clearen. Nördliche Königreiche liegt dabei 16%. Ja, Monster liegt ganz weit vorne mit 34% und Skrytel und Nilfgaard liegen beide so bei 26%, also ist Flaminica doch etwas abgeschlagen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man zwei verbündete Einheiten in eine Reihe schieben kann. Das bringt halt an sich nicht so viel im Gegensatz zu den anderen Karten. Daher diese Karte vielleicht etwas abgeschlagen, was das anbetrifft. So, machen wir weiter bei Platz 4 bei Skoyatel, die Dolbatana Schwertmeisterin mit einer Stärke von 4. Sie ist zu 25,28% in den Skoyatel-Decks vertreten, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Ein Viertel für eine neue Karte lässt sich sehen. In dem Vergleich zu den darauf folgenden Karten liegt sie ein bisschen weiter hinten, aber diese Karte ist dazu da, sie hochzubuffen.
Und dann, wenn man sie ausspielt, kann man einer gegnerischen Einheit Schaden in Höhe der Stärke dieser Einheit zufügen. Also das, was Brienne auch kann, die wurde ja so ein bisschen geändert. Und das ist jetzt quasi die Bronze Brienne. Und ja, in diesen Scoia'tael Handbuff-Decks sehr verbreitet. Und ich finde es an sich eine gute Karte. Und da kann man dem Gegner natürlich ordentlich Schaden mitzufügen, wenn man die in den letzten Runden spielt und sehr hoch gebufft hat. Ja, man muss halt auch darauf achten, dass der Gegner auch hohe Karten hat, wovon man eigentlich in den letzten Runden ausgehen sollte. Und ja, daher finde ich sie eine sehr gute Karte. So, kommen wir zu Platz 3. Da habe ich nur die animierte Version der Karte, weil ich sie einmal habe. Einmal habe ich sie mir hergestellt und dachte mir, ja, die kann man sich mal als animierte Karte herstellen. Ich hatte halt ein bisschen Staub noch. Und ja. Diese Karte ist der Vandale Elite der Fraktion Nilfgaard mit 34,27% in den Nilfgaard-Decks. Er hat an sich erstmal nur eine Stärke von 1. Jedoch die Fähigkeit ist ganz cool, wenn man sie ausspielt. Kann man eine enthüllte Karte auswählen, wenn die Karte eine Einheit ist. Kopiert man die Stärke und setzt dann ihre Stärke der ausgewählten Karte auf 1. Und wenn es eine Sonderkarte ist, wird diese Karte um 9 verbessert, also hat man 10er Bronzekarte. Was eine gute Kombination ist, das hatte ich in meinem Deckbilder gesagt, mit Cantarella, dass man den Vandalen-Eliten auf Stärke 11 bringt und dann 1er Cantarella hat. Das ist sehr gut. Was mir dabei aufgefallen ist, ich habe gegen ein Scoia'tael Handbuff-Deck gespielt und da hatte ich eine der Dol'Guldana Schwertmeisterin enthüllt. Aber die hatte von Quen ein Schild. Und dann habe ich die Karte ausgewählt und dann hat sich das Schild zerstört. Dann hatte die Karte kein Schild mehr, aber trotzdem ihre Stärke. So an sich kopiert man dann nicht die Stärke. Oder dann setzt dann ihre Stärke von der ausgewählten Karte auf 1, weil das Schild blockt das. Das ist, denke ich mal, ganz gut zu wissen, das wusste ich vorher nicht, deshalb ich habe es einfach mal ausprobiert, weil ich dachte, ja, die tauschen dann einfach. Aber es wird durch ein Schild geblockt. Vielleicht für euch auch ganz gut zu wissen. So, Platz 2, der Schleimling der Fraktion Monster mit einer Stärke von 3. Diese Karte ist zu 36,22% in den Monster-Decks vertreten. Die Einsatzfähigkeit ist, man kann eine Einheit, die auf dem Friedhof liegt, verzehren. Wenn oder von der sich eine Kopie in dem Deck befindet, der Schleimling wird jedoch nicht verbessert. Also man konsumiert eine Einheit, aber der Schleimling verbessert sich nicht. Für die Neckar und sowas zählt das als Konsum. Aber der Schleimling verbessert sich nicht. Und wenn man dann eine Kopie davon im Deck hat, kann man eine Kopie oder kann man die Kopie dann anschließend aus dem Deck ausspielen, die man ausgewählt hat. Gut zum Beispiel für Neckar-Krieger, um die Neckar zu kopieren. Und ja, eigentlich auch eine sehr coole Karte, wie ich finde. Gibt es halt mehrere Möglichkeiten, sie auszuspielen. Und es gibt ja jetzt auch die Silberkarte der Fraktion Monster. Das ist ja auch so, dass man eine Karte konsumiert, aber sich nicht verbessert. Ja, ist so, ich sag mal, eine neue Art des Verzehrens. Und beim Schleimling, ich finde diese Karte eigentlich recht cool. Dann kommen wir zu dem ersten Platz der neuen Bronzekarten. Das ist die zweite Karte der Skellige, die Heimei Kriegsmaid mit einer Stärke von 2. Sie ist zu 43,79% in Skellige-Decks vertreten. Für eine neue Karte ist das eigentlich schon gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ja, die Karte kann man eigentlich mit dem Weaver Scout der nördlichen Königreiche, ja, also vergleichen, hat eine Stärke mehr und damit kann man eine verbündete Maschine oder einen verbündeten Soldaten auswählen und eine Kopie der gewählten Karte dann aus dem Deck ausspielen und dann fügt man der gewählten verbündeten Einheit dann noch einen Schaden zu, also ist man quasi auch wieder bei der Stärke von 1 für die Kriegsmaid. Daher finde ich sehr vergleichbar mit dem Weaver Scout und ja, eine starke Karte eigentlich. Weil der Weaver Scout ist ja auch sehr gut. Genauso wie diese Karte, wie ich finde, weil sie beide eigentlich dasselbe ungefähr machen. Und ja, mit 44% knapp auf Platz 1 der neuen Bronzekarten. Dann schauen wir uns die fünf neuen Silberkarten der Fraktion an. Da hat jede
wie man sich fast denken kann, bei fünf Karten, fünf Fraktionen, eine Karte bekommen. Auf Platz 5 haben wir die Trollin aus Verden. Ich weiß nicht, warum es auf Deutsch Verden heißt, auf Englisch Bergen. Also es wird hier mit D geschrieben, im Englischen mit G. Weiß ich nicht, ob das irgendwie falsch übersetzt wurde oder wie das zustande kommt. Auf jeden Fall ist diese Karte auf Platz 5 mit einer Stärke von 8 und 5,36% in den Monster-Decks vertreten. Das ist wie bei dem Schleimling. Man kann eine Bronze-Einheit ja, verzehren. Diese Karte wird dabei nicht verbessert. Beim Verzehren muss eine, oder ist es dann eine Bronze-Einheit mit Todeswunsch. Und dann löst man die Todeswunschfähigkeit der verzehrten Einheit aus. Also man verzehrt eine Bronze-Einheit mit Todeswunsch aus dem Deck, die Karte wird nicht verbessert und dann wird der Todeswunsch der verzehrten Einheit ausgelöst. Ja, man könnte zum Beispiel einen Neckar nehmen, um den dann aufs Feld zu bringen. Wäre so eine Möglichkeit, wenn man halt mehrere auf jeden Fall mit dem Neckarkrieger kopiert hat. Und ja, 5,36% auf Platz 5 ein bisschen abgeschlagen zu den anderen Karten. Zu Platz 4 auf jeden Fall ein bisschen. Und zu dem kommen wir jetzt. So, Platz 4 haben wir hier mit Ronvid vom Sümpfle mit 13,27% in den nördlichen Königreichen Decks. Er hat eine Stärke 10 und er ist quasi der Morgwarg der nördlichen Königreiche. Da ist es so, wenn diese Einheit verworfen oder zerstört wird, wird ihre Basisstärke auf 1 gesetzt und dann wird sie in einer zufällig gewählten Reihe auferstehen. Und ja, man hat halt, wenn man die in der ersten Runde spielt, eine Karte mit einer Stärke 10. Und in der zweiten Runde wird sie halt auf 1 gesetzt, kommt halt wieder, hat man ein Carryover, sage ich mal. Und da ist es so, die Karte kann man an sich nicht zerstören, wenn man sie nicht irgendwie blockt. Weil immer wenn diese Karte Schaden nimmt, kommt sie einfach wieder mit einer Stärke von 1. Das hatte ich in einem Video, wo ich einen Deckbuilder gemacht habe, da haben wir gegen diese Karte gespielt und dauernd kam diese Karte wieder, weil da kam halt immer in der Reihe wieder, wo ein Wettereffekt lag und wurde immer getroffen und jedes Mal kam diese Karte wieder. Dann hast du auch dauernd das Gesabbel von der Karte gehört, das war dann leicht nervig. Also so an sich kann man diese Karte nicht zerstören. Ja, an sich finde ich sie ganz cool, auch so vom Aussehen her. Ja, 13,27% auf Platz 4, wie gesagt. Ist ganz okay, denke ich mal. Platz 3 haben wir mit dem Durchschuss Dankwart der Fraktion Nilfgaard mit 18,26%. Auf Englisch hat die einen coolen Namen, da heißt sie Hefty Helge. Ich weiß nicht, wie man von Hefty Helge auf Durchschuss Dankwart kommt. Aber naja, gut, lassen wir das. Wie gesagt, eine Stärke von 8. Und als Einsatzfähigkeit ist es so, dann kommt es darauf an, ob diese Karte verdeckt oder enthüllt ist. Wenn diese Karte enthüllt ist, fügt man allen gegnerischen Einheiten einen Schaden zu auf dem Feld. Und wenn sie nicht enthüllt ist, also wenn man sie verdeckt ausspielt, also wenn man sie verdeckt auf der Hand hält und dann ausspielt, dann fügt man allen gegnerischen Einheiten außer der in der gegenüberliegenden Reihe einen Schaden zu. Also an sich kann man diese Karte ganz gut enthüllen und sonst muss man darauf aufpassen, dass man sie wirklich in die richtige Reihe spielt, wenn zum Beispiel in der Belagerungsreihe der Gegner keine Karten hat, dann kann man sie gut in die Belagerungsreihe spielen, dann werden alle anderen getroffen und sonst muss man halt gucken, wie viel wo liegen, falls man sie nicht enthüllt hat. Ich finde sie eigentlich ganz cool. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet als 18 und ein bisschen Prozent. Aber gut, man kann sie halt wirklich nur in den Reveal-Decks spielen. Jetzt zum Beispiel Spy Nilfgaard, da nützt dir diese Karte nicht so viel. Daher ist sie wahrscheinlich eher, also so bei 18%, also nicht so viel, weil sie halt wirklich nur in einem ja, Typ der Fraktion gespielt werden kann. Platz 2 haben wir hier mit Harald Hundeschnauze. Das wird jetzt ein bisschen länger, glaube ich, dauern als die davor. Diese Karte ist zu so 21,08% in den Skellige-Decks vertreten. An sich hat diese Karte eine Stärke von 6. Als Einsatzfähigkeit generiert sie Wilfried zur Linken, Wilhelm zur Rechten und Wilma in der gegenüberliegenden Reihe. Die haben wir hier unten, sehen alle gleich aus, so ein Totenkopf. Ich fange mal bei Wilma an. Er hat eine Stärke von 1. Das ist die, die man dem Gegner gibt. Da ist es so Rache. Das heißt, diese Fähigkeit wird ausgelöst, wenn beim Zug deines Gegners eine Karte vom Schlachtfeld auf den Friedhof verschoben wird. Das muss man jetzt halt so umdenken. Wir müssen diese Karte zerstören. Ja, und da passiert dann, der gegnerische Spieler spielt eine zufällig gewählte verfluchte Bronzeeinheit aus dem Deck. Also wir spielen eine zufällig gewählte verfluchte Bronzeeinheit aus dem Deck. Da müssen wir halt dann
gucken, dass wir hier verfluchte Karten drin haben. Die anderen beiden Karten, Wilfried und Wilhelm, liegen bei uns. Und da ist es so, Todeswunsch bei Wilfried. Ach, Wilfried, nicht Wilfried. Also Wilfried, kräftige eine zufällig gewählte verbündete Einheit um 3. Und bei Wilhelm, füge allen Einheiten in der gegenüberliegenden Reihe einen Schaden zu. An sich eine interessante Karte. Ja, ich finde, das ist eine gute Kombination mit dem Rockwar Archer, dem Rockwar Jäger, glaube ich. Weil damit kann man 3 Karten einen Schaden zufügen. Damit könnten wir unsere beiden zerstören und den Wilma und somit alle Effekte auslösen. Eine interessante Karte, wie ich finde. Und ja, haben sich was eingefallen lassen, denke ich mal, hier mit den Sachen. Hier haben wir den ersten Platz der neuen Silberkarten, nämlich Hattori von den Scoia'tael mit einer Stärke von 3 und ist zu 27,52% in den Scoia'tael-Decks vertreten. Wenn man sie ausspielt, kann man eine Bronze- oder Silbereinheit der Scoia'tael auferstehen lassen, die schwächer als diese Einheit ist oder die gleiche Stärke besitzt. So, wenn man sie ausspielt, kann man eine Bronze- oder Silbereinheit von, also Scoia'tael, Bronze- oder Silbereinheit auferstehen lassen, die 3 oder weniger hat, was an sich erstmal nicht so stark ist, aber sie ist halt auch gut spielbar in den Handbuff-Decks, wenn man zum Beispiel Hafgar-Unterstützer heißt er, glaube ich, der halt eine Karte auf der Hand um 3 verbessert, wenn man diese auswählt, dann hat man schon Stärke 6 und dann kann man schon ein bisschen was mehr auferstehen lassen. Und ja, ich denke mal, man muss hier wirklich die Karte mindestens einmal buffen, um da wirklich viel Value rauszukriegen, weil sonst so mit Stärke 3 finde ich es nicht so stark, weil man hat dann nicht sehr viel Auswahl. Aber an sich finde ich es auch eine coole Idee und ja, die meistgespielte Karte von den Silbernen, also die meistgespielte Silberkarte, so hört es sich besser an und ich hätte es nicht gedacht. Aber nun gut, sind nochmal über 6% zu Platz 2. Das ist ja auch ein bisschen was. Ja, das war der erste Teil von meistgespielt. Wir öffnen hier nochmal ein Fass zum Abschluss. Ich hoffe, euch hat das so gefallen, wie ich es jetzt gemacht habe. Und wie gesagt, in ein paar Stunden, wenn ihr das Video gesehen habt, wird dann der zweite Teil veröffentlicht. Und ja, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao.